Okay, aber wir müssen die zwei Götter legen, damit wir hier reinkommen. Muss ich jetzt zurückgehen oder gehe ich jetzt durch eine der Türen? Gott des Feuers und Gott der... Wie hieß es? Illusion hieß es nicht, aber... Wir gehen erst Richtung Feuer. Valraven, ancestor of the seers and master of Ah, nee, das ist der ravens. Illusion. He hunts his prey with his powers of illusion and feasts on their remains. Follow the path to Valraven and defeat him in battle to earn his mark. The gate to Helheim cannot be opened without it. Na gut, dann machen wir halt doch erst den Gott der Illusion. Kein Problem. Aber das Gute ist an diesen Steinen, wenn man das da jetzt quasi aufgedeckt bekommt, diese Runen Schritt für Schritt, sehe ich ja quasi auch, wenn ich irgendwo was verpasst habe. Und dann kann ich bestenfalls ja dahin zurückgehen und das nochmal machen. Ymir was a frost giant, a being of darkness, and all his sons and grandsons were dark after him. Of his daughters and granddaughters, some were monstrous, but others fair. But there was another who came from the ice, Buri. In shape, he was like a man, big and powerful. His son, Bor, took a fair giant to be his wife, and they had three sons. Odin was the eldest, and the Northmen hold him to be the foremost of the gods, the All-Father. Warum liegen hier die Stöcke wie ein Kreuz? Bretter, die Lappen. Oder wie man das nennen mag. Ich gehe mal ein bisschen schneller. Weil... Mit Looten oder so ist hier nichts. Achte ja immer darauf, ob ich was looten kann. Aber ich glaube, hier gibt es einfach nichts zu looten. Hier gibt es nur Rätsel und Runen, die uns die Geschichte erzählen. Ist hier irgendwo hoch? Ich denke hier durch. Illusion hides the path to Valraven. Don't trust your eyes. Find another way to see the truth. Ah, da oben ist ein Kreis. Deswegen muss ich da hoch. Und ich muss ja jetzt quasi wieder den Kreis hier finden, richtig? Just close our eyes again and pretend what we saw was never really there.
Warum sollte ich mich jetzt fokussieren? Das Tor ging ja auf. Indem ich da durchgeguckt habe. Manchmal ruckelt es ein bisschen, aber ich denke, das ist okay. Also, ich stürze jetzt nicht so sehr. Ich möchte lieber... Oh. Wir konnten ja gerade ein bisschen hinter die Wand gucken. Ich habe es lieber wenigstens in einer einigermaßen schönen Auflösung, das Spiel. Da stören mich die Ruckler jetzt nicht so. Und ich hoffe euch auch nicht. Das Wetter kann sich aber auch nicht entscheiden. Hier ist ein Riesentor. Das geht einfach so auf. Okay. This is the price she pays for seeing things differently. Because once you gaze into the relentless darkness, all that lurks within it can see you too. Das ist doch auch schon wieder eine Arena. Ich hab jetzt Schiss. Weißt du, wenn ich zu oft sterbe, dann muss ich das Spiel von vorne anfangen. Jemanden. Also ich höre viele. Aber da war gerade eine männliche Stimme. Ich glaube, ich habe mich entschieden, ich werde in diesem Spiel nicht blocken, sondern einfach nur ausweichen. Denn aktuell funktioniert es noch. Ja, mal gucken. Und wenn nur ein Gegner nach dem anderen kommt, ist das, glaube ich, auch okay, weil die Kamera dreht mich dann automatisch zum nächsten Gegner. Wenn die dann von allen Seiten kommen, ist, glaube ich, problematischer. Aber ich will mich jetzt gerade noch nicht beklagen. Es ist übrigens so in diesem Spiel,
Es gibt eine Einstellung. Also du kannst das Spiel auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden spielen. Also du kannst die Kampfschwierigkeit einstellen. Du kannst die aber auch auf Auto stellen. Und dann merkt das Spiel, je besser du bist, desto schwerer werden die Gegner. Ich habe es aktuell auf Auto gestellt. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt im Laufe des Spiels und hoffe, man kann die vielleicht sonst zwischendurch ein bisschen regulieren, falls es doch ein bisschen zu schwer wird oder so. Aber wir gucken mal. Oha. Ich ahne, dass ich von einem etwas höheren Punkt dieses Zeichen nachstellen muss. Da hing nämlich... Valravan's power of illusion comes from ravens. Align the ravens to break his magic seal. Show me what you have seen, Truth. Look how much has changed. Ich gucke einfach von hier. Aber nee, geht glaube ich nicht. Ich muss da hoch. Da oben schwebt auch was. To break the sea. Align the ravens with the mark of Valravan. Ich komme hier nicht hoch. Aber ich muss doch, oder? Ich muss das von da oben gucken. Ist eine andere Taste für Klettern? Nee. Kann ich dort aussehen? Mit dem rechten Stick kann ich mich aussehen statt oben sehen. Also, ich muss da irgendwie hoch. Weil... Oder kann ich die Teile einzeln einscannen? Und je weiter ich weggehe, ich habe hier hinten auch gar nicht mehr meine Fokusschablone. Kann ich hier hochklettern? Nein. Ich kann auch hier nicht hochklettern. Ne, das ist falsch rum. Hilf mir hoch.
ich hier außen hoch? Nee. Ich habe das Rätsel ist Lösung, aber... Ich meine, da stand ja auch irgendwas von wegen den Raben ausrichten, aber... Was soll ich mit dem machen? Ich meine, das ist schön, der leuchtet. Okay, aber wenn ich interagiere, passiert hier nichts. Kann ich eigentlich speichern? Bin schon wieder überfordert. Ich meine, der leuchtet doch bestimmt nicht umsonst. Ach so. Oh. Ich wette, ihr habt das schon die ganze Zeit gesehen, oder? Und ich dümpel hier rum. So, jetzt aber. Der nicht mehr, okay. Es gibt irgendein Zeichen. Wenn der nicht mehr fliegt oder so, bin ich auf der richtigen Ebene. Oder so. Okay, ich hab's geschafft. Stolz auf mich. Beobachtet uns. Also ich habe gesehen, hier hingen schon wieder, da oben hängen schon wieder solche Symbole. Das heißt, wir gehen jetzt zu der Tür. Loggen uns ein. Another game. With the mark of Valravan. Which ravens? Well, we must da hoch. Line up the ravens. So, die Frage ist jetzt nur, ob ich richtig rum durch den Raben gegangen bin. If you hear the song of Valravan, follow it, and it will lead you to him. But be aware of his illusions. You can't always trust your eyes.
Also, das hat jetzt nichts geändert daran. Ja, ich hab Fokus. Ja, auf jeden Fall das Lied des Raben. Ah. Da oben ist noch ein Portal. Oder wie ich das nennen soll. Ist das jetzt so rum richtig? Dass hier oben die Kerzen leuchten? Wartet. Jetzt habe ich ja die Welt wieder verändert. Komme ich jetzt da hoch?